Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video schauen wir uns an, was den Westfalia Club Joker City so besonders macht, wie viel Wohnmobil man in einem normalen VW-Bus verstecken kann und obwohl der Wagen nicht größer ist als ein normaler VW California oder Multivan, wird trotzdem Dusche, Toilette, Sitzgruppe, vier Betten, Kühlschrank, Heizung und bestimmt noch ganz viele andere tolle Sachen drin haben. Wie das geht, das gucken wir uns in diesem Video ganz genau an. Bevor wir damit loslegen, denkt unbedingt dran, den Kanal zu abonnieren. Das heißt, hier unter dem Video Kanal abonnieren drücken, Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft immer up to date bleibt. Und damit ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommt von dem, was euch in dem Video erwartet, kriegt ihr jetzt erstmal ein paar schicke Bilder zu sehen. Ja, ich denke, das macht doch schon mal ein bisschen Freude auf mehr. Das, was an dem Auto wirklich das Faszinierende ist und was ihn, glaube ich, auch absolut einzigartig in der Welt der VW-Bus-Camper macht, ist, dass in so einem kleinen Auto, so wie das hier steckt, so wahnsinnig viele Sachen drinstecken. Welche Kompromisse man dafür eingeht, das sage ich euch nachher, wenn wir im Fahrzeug sind. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, wir haben ein Fahrzeug mit den ganz normalen VW-Bus-Abmessungen. Das heißt, wir sind tiefgaragentauglich, wir passen auf jeden Parkplatz, in viele, viele Parklücken, auf dem Supermarktparkplatz sowieso kein Problem. Er ist schmal, er ist kurz mit 4,99, also ein echter PKW-Ersatz. Auf der Grundfläche eines normalen Mittelklasse-Kombis haben wir hier ein volles Reisemobil umgesetzt. Von außen sieht das Ganze total unscheinbar aus. Westfalia nimmt nämlich einfach den ganz normalen VW-Bus-Transporter und in dem Fall, auf Kundenwunsch, haben wir es sogar so gemacht, dass der Wagen nicht mal Dekor von außen dran hat. Da erkennt man natürlich noch viel weniger. Das ist so ganz typisch, dieser Ansatz, den Nerz nach innen tragen, alles ein bisschen zurückgenommen machen, innen richtig schöne Lösungen haben, aber von außen möglichst wenig sich zu erkennen geben. Eine Farbe, die dem Club Joker City immer super gut steht, ist dieses Pure Grey. Das ist eine Serienfarbe, die kostet nicht mal Aufpreis. Und der Club Joker City ist von Haus aus immer mit lackiertem Dach in Wagenfarbe. Das heißt, so wie ihr das Basisfahrzeug bestellt, ist am Ende das Dach auch in Farbe lackiert. Das kann Westfalia so gut machen, weil die Dächer sowieso selber produzieren. Ja, von außen verrät er uns tatsächlich nicht viel. Das, was wir hier sehen können, ist, dass wir ein Fahrzeug haben, was aufgelastet ist. Das heißt, wir haben ein 3,2-Tonnen-Chassis. Das erkennt ihr im Prinzip an den großen Felgen. Das sind die Davenport-Felgen. Das ist das 17-Zoll-Fahrwerk. Serienmäßig würde der Club Joker City auf 16-Zoll-Felgen bekommen. Aber dann wäre es wie bei diesem Fahrzeug, der meiner Meinung nach Allrad ist, wäre es von der Zuladung am Ende etwas knapp. Aber auch für die Gewichtsbilanz gucken wir gleich drin nochmal. Die größte Unterscheidung zum California, der ja genau das gleiche Format hat, ist, dass wir wirklich Wohnmobilschwerpunkte setzen. Das heißt, der California baut auf der PKW-Variante vom Transporter auf und hat hier Glasfronten, was zum einen natürlich sehr, sehr schick ist, was aber wohnmobiltechnisch das Problem mit sich bringt, dass wir keine Thermoverglasung haben. Und hier, weil Westfalia den Wagen als geschlossenen Transporter zu sich kommen lässt und die Fensterausschnitte selber macht, haben wir in Schiebetür und in der Sitzgruppe das richtige Seitrahmenfenster. Das heißt, wir haben integrierte Fliegengitter, wir haben integrierte Verdunklungsrollos. Für uns aus der Wohnmobilwelt absolut selbstverständlich. In dem Bereich der kleinen, kompakten Transporter definitiv keine Selbstverständlichkeit. Und wenn ihr mal mit einem California ohne Fliegengitter unterwegs gewesen seid, wisst ihr genau, wovon ich da rede. Ansonsten verrät er uns von außen gar nicht so viel, dass er ein Wohnmobil ist. Wir haben hier die Außenstromsteckdose. Wir haben hier oben serienmäßig eine Kederleiste dran, die findet ihr auf beiden Seiten. Das heißt, ihr könnt ein Sonnensegel oder sonstige Dinge mit einziehen, um euch die Fläche des Autos zu vergrößern oder auch ein Vorzelt irgendwo mit dran zu stellen. Das macht natürlich auf der Seite ohne Schiebetür relativ wenig Sinn. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einmal die Kederleiste mit am Fahrzeug dran, die ist serienmäßig dran. Und hier verrät er uns schon ein bisschen mehr, dass er ein Wohnmobil ist. Hier haben wir nämlich auch die Markise mit dran. Auch da haben wir alle Schriftzüge und alles weggelassen und die Markise schön in schwarz-matt gemacht, dass das Ganze so dezent wie möglich ist. Wir sollten den Anfang in dieses Fahrzeug mal von hinten beginnen, weil ihr da sehen könnt, wo der Unterschied ist zu der gesamten sonstigen VW-Bus-Welt. Wir gehen nämlich hier
nicht einfach an das Bett rein und in den Kofferraum, sondern haben hier hinten im Heck eine Toilette. Das heißt, es ist ernsthaft so, dass ihr ein Fahrzeug habt, 4,99 Meter Außenlänge, die Möglichkeit, hier hinten eine komplette Toilette mitzuhaben. Wir haben einen Warmwasserboiler und wir haben hier vor der Toilette, das nehmen wir mal kurz hoch, na? So, da ist der richtige Griff. Und wir haben hier vor der Toilette eine Duschwanne mit zwei Abläufen, dass das Wasser vernünftig ablaufen kann. Und dann gibt es, wenn man das wirklich möchte, die Möglichkeit, wie passt das hier rein? So passt das hier rein. Die Möglichkeit, eine Art Duschschlauch hier reinzuhängen. Das Dach hat oben Magnetpunkte drin. Und dann gibt es wirklich einen Duschschlauch, der hier drin hängt, in dem man stehen normal duschen kann, obwohl es so ein flaches, kleines Auto ist. Zum Duschen im Fahrzeug wird der ganz normale Wasserhahn hier genutzt. Ehrlicherweise ist das in meinen Augen ein relativ großer Kompromiss. Aber was ich von ganz vielen Kunden weiß, ist, dass die einfach die Möglichkeit, hier den Kollegen nach draußen zu drehen und sich hinten unterm Fahrzeug zu duschen, einfach super gerne benutzen. Weil man eben auch im Vergleich zu Marco Polo von Mercedes und zum California von VW warmes Wasser mit im Fahrzeug hat. Und ein bisschen warm duschen ist dann auch schön, auch wenn keiner als Warmduscher bezeichnet werden will. Aber ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist mit lauwarm oder schönwarm Wasser duschen deutlich angenehmer, als es eiskalt zu haben. Der Kompromiss, den ihr mit so einer Lösung eingeht, ist natürlich, dass so ein bisschen dieser PKW-Gedanke mit großem Kofferraum, den die beiden Hauptwettbewerber sozusagen darstellen, einfach hier nicht so groß ist. Das heißt, ihr habt keinen großen Stauraum, wo man von hinten einfach alle Sachen reinschmeißen kann. Dafür habt ihr ein Auto, wo man bei aufgebauten Betten sich trotzdem bewegen kann und trotzdem eben alles andere nutzen kann. Das ist am Ende einfach eine Abwägungssache und ich glaube, dass es nicht ein Entweder-Oder, also es ist im Prinzip ein Entweder-Oder, also ihr werdet nicht zwischen den Fahrzeugen schwanken, sondern entweder sagt man, das ist genau meine Lösung oder ich möchte eben eher diesen klassischen California-Ansatz. Da, und das ist nochmal der Hinweis auf unseren Kanal, wird aber in Zukunft auch von Pössl noch eine super attraktive Variante auf Mercedes-Basis kommen. Das ist der Campster oder Vanster. Ich denke, dass wir in 2-3 Wochen endlich die richtigen ersten Videos davon präsentieren können und dann auch wissen, was die Autos richtig kosten. Sollte also auch interessant sein, wenn ihr euch für so ein California-Alternative entscheidet. Ja, das ist eine ganz normale Tedford-Kassettentoilette. Es ist bei so einem Auto natürlich, wird um jeden Zentimeter gekämpft. Hier haben wir eine Schrankwand quasi hinter der Toilette. Die geht hier auch, guck mal, ich kann meinen Arm, ich komme gar nicht auf den Grund, also die geht richtig tief rein. Wir haben hier oben eine kleine Kleiderstange drin, dass man auch was reinhängen kann. Und wir haben auch das ein oder andere Mal schon Zwischenböden damit reingemacht, damit man so ein bisschen auch das als Stauraum nutzen kann. Ist eben immer Abwägungssache, wie man das gerne haben will. Damit wir uns in dem Fahrzeug vernünftig bewegen können, mache ich uns jetzt einfach mal das Dach hoch und dann steigen wir mal ein und gucken, wo die Vor- und Nachteile gegenüber den beiden anderen Fahrzeugen in Sitzgruppe und sonstigem Lebensraum sind. Ja, herzlich willkommen im Club Joker City Inneren. Und da sieht man im Prinzip gleich die größte Unterscheidung zu den anderen VW-Bus-Fahrzeugen. Und zwar haben wir hier einen Wohnraum, wo die Sitzbank immer an einer Stelle bleibt. Also nicht in einem Schienensystem vor- und zurückwandert, sondern das Bett hier komplett anders aufgebaut wird. Das hat den riesen Vorteil, dass ihr einmal komplett durchs Auto laufen könnt. Und obwohl das ein 5 Meter Auto sogar nur ist, 5,40 Meter, ich bin sehr in der Ducato-Welt verhaftet, kann man hier stehen von vorne nach hinten laufen. Und auch wenn man mal ein bisschen länger im Auto verweilt, ist das halt so mit aufgestelltem Dach schon nahezu ein echtes Wohnmobil. Küche separat, richtig schön Stauraum und den Kühlschrank. Und eben vorne die Sitzgruppe, wo ich wirklich auch mit 4 Personen total komfortabel sitzen kann. Jetzt mag der eine oder andere sagen, wo ist denn hier der Tisch? Auch das ist relativ elegant gelöst. Der Tisch ist in der Tür. Und damit wir gleich die Sitzgruppe im richtigen Gefühl haben, hole ich uns den einfach mal raus. Das ist nämlich nur ein Handgriff. Einmal hier lösen. Tisch ist schön da reingeklemmt. Und das Tischbein einmal aufstellen. Hier sind übrigens 2 Klipse mit dran. Wenn man bei Westfalia das Camper Outdoor Paket für den Club Joker City mitbestellt, das ist die Tasche, die hinten an der Heckklappe dran hängt, dann ist da ein 2. Tischbein mit dabei, dass man genau diesen Tisch auch als Außentisch verwenden kann. So, vom Tischaufbau ganz einfach
und wir haben einen riesengroßen Tisch, der gemütlich ist. Ich habe eine ausgeformte Sitzbank. Ich kann wirklich mir zu viert in einer großzügigen Gruppe gegenüber sitzen. Und gleichzeitig kann sich noch jemand hinten um Essen und solche Dinge kümmern. Und auch wenn man einen Kühlschrank will, muss man nicht irgendwie umständlich Kühlboxen aufmachen, sondern hat einen richtig aufgeräumten Kühlschrank. Den sehen wir aber ja gleich auch nochmal. Bevor wir uns hier alles im Detail anschauen, damit ihr einfach mal eine klare Idee davon habt, was der Club Joker City so kann, wie er hier steht und was er ungefähr kostet. Also, wir haben hier ein Fahrzeug, 150 PS, Allradautomatik, also die 4Motion Allrad von VW. Dann Grundpreis ist knapp 67.000 Euro, so wie er hier steht. Dann gibt es ein Komfortpaket von Club Joker City. Das deckt sehr, sehr viele Dinge mit Klimaanlage, mit großem Radio und solchen Dingen mit ab. Der Wagen ist, was ich draußen vorhin schon gesagt habe, aufgelastet auf 3,2 Tonnen. Die Außenfarbe kostet nichts. Wir haben eine elektrische Zuziehhilfe an der Schiebetür. Wir haben einen Abstandsregeltempomat, einen großen Dieseltank, eine Rückfahrkamera, Parkpiepser vorne und hinten, Spurwechselassistent, das Zusatzbett hier unten, eine Markise, relativ viele schöne Sachen, zwei Batterien, DAB-Radioempfang, ganz viele solcher Geschichten. Wenn man das alles zusammenrechnet, nur dass ihr mal eine Idee bekommt für das Auto, so wie es hier steht, exakt so wie der Wagen hier konfiguriert ist, kostet er momentan 82.700 Euro Liste. Das ist das eine, was wir Faktencheck kurz machen müssen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein bisschen das Gewichtsthema mit dabei. So wie der Wagen hier steht mit der ganzen Ausstattung, wiegt er ungefähr 2.800 Kilo, Masse im fahrbereiten Zustand, das heißt inklusive Frischwasser, inklusive einem Fahrer 75 Kilo, inklusive 90% Kraftstoff, aufgelastet auf 3,2 Tonnen, haben wir also hier, weil ja ehrlicherweise so viel Stauraum sowieso nicht ist, überhaupt kein Problem mit der Zuladung. Das passt bei so einem Auto gut. Wichtig ist eben, wenn ihr Allrad bestellt, dann bestellt ihn auf jeden Fall auch aufgelastet. Sonst wird es am Ende unterm Strich etwas zu eng für euch, gewichtstechnisch. Platz ist ja ausreichend da. Ja, und auch die Sitzbank ist total gemütlich. Zum einen sitze ich gut, habe hier echte Dreipunktgurte, habe fest aufgepolsterte Sitze, habe auf beiden Sitzen hier hinten Isofix-Befestigungspunkte, habe höhenverstellbare Kopfstützen und denke auch mit nochmal meinem Format daneben könnte man eine ganze Strecke so komfortabel fahren. Wie wir von draußen eben gesehen haben, haben wir hier richtige Kunststofffenster, die man auch schön aufstellen kann, sodass man hier richtig Luft mit reinbekommt. Hat von oben das Fliegengitter mit dabei und von unten, so wie man das in allen anderen Fenstern eben auch kennt, echte Verdunklungsrollos. Das heißt, da braucht man nicht großartig viel dran machen. Der Vorteil an so einem Aufstellfenster, gerade im Vergleich zu Schiebefenstern, ist, dass ihr auch bei Nieselregen oder auch dollerem Regen das Fenster einfach aufstellen könnt, weil man so eine Art Minimarkise davor hat, weil das Dach ja einfach, das Fenster wie ein Vordach fungiert. Und das Gleiche haben wir in der Schiebetür auch nochmal. Von der Tischgröße, jetzt haben wir unser Maßband nicht mit dabei, aber grob messen können wir es natürlich trotzdem, haben wir hier zack, etwas über einen Meter in der Breite und hier knapp 60 cm in der Tiefe, also wirklich einen großzügigen, schönen Tisch. Jetzt habe ich ja eingangs vollmundig angekündigt, dass der Wagen ein echter Vierschläfer ist. Zwei Betten sind selbsterklärend. Die sind da oben einfach in der Liegefläche über uns. Das andere Bett, wenn hinten keins ist und keine verschiebbare Bank, wie ihr es aus dem California und Marco Polo kennt, ist sicherlich ein bisschen weniger selbsterklärend. Und deswegen sollten wir uns das jetzt einmal genau angucken, weil man das relativ einfach mit wenig Handgriffen aufbauen kann. Dafür nehmen wir jetzt den Tisch weg und dann wird nämlich dieser gesamte Bankapparat einfach nach vorne umgeklappt und auf der Rückseite der Bank haben wir ein tolles Bett. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ja, der Bettenbau sind hier wirklich wenig Handgriffe. Den Tisch habe ich einfach wieder zurück in die Tür geklemmt, da wo er seinen festen Platz hat. Dann nehme ich die beiden Kopfstützen einfach raus, jeweils entriegeln und einfach nach oben wegziehen. Und dann habe ich nur einen kleinen Gurt, mit dem ich die ganze Sitzbank entriegel und dann schwenke ich einfach die ganze Bank hier rüber. Und habe dann hier wirklich ein richtig großes Bett. Jetzt habe ich mein Messgerät hier. Mal gucken, wie breit das wirklich ist. Oder vor allem, wie lang. Wir haben hier in der, ich messe mal von wirklich vom Matratzenende. Hier haben wir 1,80,
Auf der einen Seite ist es nicht begrenzt nach hinten. Und wenn ich von der wirklichen Lehne ausgehe, habe ich 1,85. Also ich denke 1,80, 1,82, 1,83. Westfalia verkauft das als Doppelbett, das sehe ich ein bisschen kritisch. Aber als Einzelbett kann man leicht diagonal drin liegen und dann ist es wirklich breit genug. Und hier, um einmal nur die Matratzenbreite zu haben, haben wir 97 cm. Die gefühlte Breite sowie die gefühlte Temperatur beim Wetter. Zur Außenwand dort haben wir 1,10 Meter ungefähr. Also das ist ein großzügiges Ein-Personen-Bett oder ein extrem enges Zwei-Personen-Bett. Muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist eine ganz normale Kaltschaummatratze, die ist jetzt nicht mega dick. Wenn man das Bett als Notbett so benutzt, funktioniert das sicherlich hervorragend. Wenn man das als vollwertiges Bett benutzt, haben wir ein paar Kunden, die sich da nochmal einen Topper mit drauflegen, um dann den Schlafkomfort nochmal zu erhöhen. Und das Ganze zurück, habt ihr gesehen, ein Handgriff, da braucht man nicht mal den Satz für unterbrechen und schon ist das Bett wieder abgebaut. Kopfstützen kurz rein und dann ist der Wagen auch sofort wieder reisefertig. Und das ist halt ein Ding, wo ich wirklich denke, ist schon cool und dann hat man gleich wieder seine gemütliche Sitzgruppe hier vorne. Dadurch, dass wir das Bett komplett nach vorne auslagern, haben wir eben die Möglichkeit, im hinteren Bereich Küche und Nasszelle unterzubringen. Und deswegen tausche ich jetzt mit Chris einmal kurz Plätze und dann gucken wir uns an, wie das hier mit der Küche geregelt ist. Die Küche hat zum einen volle Stehhöhe, total angenehm, weil anders als bei den anderen Fahrzeugen das Dach hinten hochgeht und nicht vorne hochgeht. Und ich habe im Prinzip eine vollwertige Küche, wie ich sie in den großen Wohnmobilen auch habe. Ich habe einen normalen Zwei-Flammen-Kocher. Jetzt ist die Batterie abgeschaltet, aber normalerweise mit elektronischer Zündung. Ich habe hier hinten den Wasserhahn mit dabei, ein kleines Waschbecken. Das wird in dem Fall sozusagen als Badezimmerwaschbecken und als Küchenwaschbecken benutzt. Und eben auch, wie vorhin gesehen, als Dusche. Ich habe hier eine kleine USB-Steckdose, 230 Volt, nochmal eine 12 Volt Steckdose, also alle möglichen Varianten. Und einen kleinen Kippschalter hier für den Warmwasserboiler. Das heißt, obwohl es so ein kleiner VW-Bus ist, ohne echte Nasszelle, haben wir wirklich warmes Wasser, mit dem ihr duschen, Hände waschen, abwaschen könnt. Unendlich viel Stauraum ist es natürlich nicht, aber das Optimum, was man aus so einer Möglichkeit rausholen kann, ist hier rausgeholt. Wir haben hier hinter dem Schiebeschrank ein bisschen die Bordtechnik und sonstige Dinge, Batterie, Hauptschalter und Sicherung, aber eben auch richtig schön Stauraum. Die Ecke hier hinten, da verstecken sich Ladegerät, Bordelektronik und sowas drunter. Das ist leider kein echter Stauraum. Und dann haben wir hier, guck mal, damit ich das besser zeigen kann, fangen wir vielleicht andersrum an. Hier ist so ein Klappbrett. Das kann man als Aufstiegshilfe benutzen. Oder wenn man das Dach nicht hoch macht, damit man sich hier nicht so klein vorknien muss, kann man das auch wunderbar als Sitzfläche benutzen, damit man nicht immer direkt auf der Toilette sitzt. Hier vorne einmal große Besteckschublade. Daneben, das ist nur eine kleine Klappe, weil das Waschbecken da ja reinscheint, aber es ist ein richtig schönes, tiefes Fach. Dann haben wir zwei, zu lange Beine für, die geht zu weit raus. Eine große Schublade hier. Und hier nochmal eine etwas kleinere, weil das Auto da ja schon wieder einen Knick nach hinten macht. Das ist ein Fach, was richtig vollgepackt werden kann. Und damit man gut rankommt, ist es eben nicht eine Klappe, die einem im Weg ist, sondern eine Klappe, die man dann zur Seite nehmen kann. Und hier daneben haben wir nochmal so eine Klappe zum Rausnehmen. Das ist das Fach, wo nachher die Gasflasche drin steht. Ganz VW-Bus typisch haben wir hier die normale blaue Camping-Gasflasche drin. Also 2,8 Kilo Gas, was absolut ausreicht, weil ihr damit ja nur kocht. Wir haben hier Westfalia typisch eben eine Dieselheizung mit dabei. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank mit dabei. Gas braucht ihr also nur zum Kochen und dann kommt ihr mindestens eine Saison mit dem 2,8 Kilo Gas aus. Gegenüberliegend von der Küche haben wir einmal hier unten nochmal ein richtig großes, schönes Staufach, wo auch viel reinpasst. Sicherlich besser zu nutzen, wenn man nochmal einen Zwischenboden mit reinmacht. Und darüber, wie vorhin schon angekündigt, einen richtigen kleinen Kühlschrank. Das heißt, wir haben hier wirklich auch einen Kompressorkühlschrank, das Ganze aber von vorne vernünftig zu beladen und nicht so eine Wühlkiste wie eine Kühlbox. Kühlbox ist energetisch eine tolle Sache, haben wir ja in vielen verschiedenen Fahrzeugen auch, scheiden sich aber die Geister dran, was die komfortablere Lösung ist. Bei Westfalia ist es eben Kompressorkühlschrank, so dass man gut rankommt. Und kein Millimeter wird verschenkt. Hier oben so ein kleines
Schminkfach, das man sich angucken kann, dass man sich morgens hübsch machen kann, weil wir keine klassische Nasszelle haben. Hier passen übrigens auch perfekt Telefone, Tablets und solche Dinge rein. Da machen wir immer mal wieder USB-Steckdosen mit hin, damit man das Fach für so Technik auch zum Lager nutzen kann. Und noch eine kleine Schublade. Das alles versteckt sich in so einem kleinen 4,99 Meter Wagen. Wenn man sich jetzt überlegt, die Fläche wird noch mal größer, wenn wir die Markise draußen ausfahren, dann habt ihr noch mal, ich glaube, die ist hier 2,60 Meter lang mal 2 Meter und ein paar zerquetschte Auszug, also noch mal 4-5 Quadratmeter Terrasse, dann ist das einfach ein richtig großes Auto. Und sogar wenn ihr euch nachts ins Bett legt, ist der Raum hier unten komplett nutzbar, weil in der Sitzgruppe alles in der Höhe bleibt, die man zum Sitzen braucht. Also man kann unten in der Sitzgruppe sitzen bleiben. Und da, wo ich stehen will, hier im hinteren Bereich, ist das Bett nicht mehr im Weg. Das heißt, auch den Bereich kann man nutzen, obwohl jemand oben im Bett liegt. Und wie das da oben aussieht, das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Dafür hole ich uns das Bett jetzt nochmal runter und dann messen wir, wie viel Raum da ist, damit ihr entscheiden könnt, ob der Club Joker City eine Variante ist, die für euch in Frage kommt. Ja, auch das Bett hier oben ist ein vollwertiges Bett. Das ist natürlich, wenn ich unten ein schmales Auto habe, kann ich oben keine Wunder vollbringen. Das heißt, wir haben jetzt kein ultra breites Bett. Wir haben hier von Seite zu Seite 1,24. Die Matratze selber hat, denke ich, links und rechts ein paar Zentimeter, die ihr quasi im Maß fehlen, also eher 1,15. Und hier in der Länge haben wir 2 Meter und 1, also auch eine Matratze, die knapp unter 2 Meter sein wird. Das Ganze, jetzt raschel ich hier mal ein bisschen rum. Achso, hier vorne ist noch alles fest. Ihr habt ein punktelastisches Lattenrost. Dadurch habe ich trotz der extrem dünnen Matratze einfach einen verhältnismäßig guten Schlafkomfort. Das ist auch so ein Froli-punktelastisches Lattenrost. Und für die Wühler unter euch kann man hier einfach mit Magnetschneppern so einen Rausfallschutz reinmachen. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Dann wühlt man das Kopfkissen nicht runter oder auch wenn Kinder mal oben schlafen sollen, dass hier keiner verloren geht. Serienmäßig beim Club Joker mit dabei habt ihr hier oben die Leselampen, die man hier schön an der Decke festmachen kann. Und wenn man jetzt die Dusche mitbestellt, wird die an den Magnetschneppern hier reingestellt und dann steht hier wirklich so ein Duschschlauch nach unten. Belüftung ist richtig gut gelöst. Wir haben hier links und rechts die Fliegengitter mit dabei, das heißt, da kommt frische Luft rein und nach hinten, dass man auch bei Regen Fenster aufmachen kann, haben wir hier so eine Art Folienfenster mit dabei. Wir hatten auch schon mal Kunden, die gesagt haben, ich möchte unbedingt mein Faltenbike wegmachen können. Da haben wir auch schon Reißverschlüsse mit eingearbeitet, dass man das, so wie das bei vielen anderen Fahrzeugen ist, auch komplett hochklappen kann. So mal ein Westfire Club Joker City Cabrio. Wenn ihr danach übrigens bei YouTube sucht, findet ihr auch das Video, in dem wir zeigen, wie wir es gemacht haben. So. Jetzt haben wir ganz viel gesehen. Also, wir haben 4,99 Meter langes Auto. Wir haben tatsächlich, es ist jetzt bewiesen, Toilette, Dusche, Warmwasser, Küche, Sitzgruppe für 4, Doppelbett oben. Naja, unten sagen wir mal eher für 1,5 Personen das Bett. Insgesamt also einfach ein Fahrzeug, was das alles kann, was wir in einem 6 Meter Ducato auch mit dabei haben. Wenn euch der Club Joker City gefällt, freuen wir uns, wenn ihr auf uns zukommt. So rum muss es richtig heißen. Ansonsten, wenn ihr sagt, das ist mir alles zu eng, schaut euch auch ein paar weitere Videos an. Da kriegt ihr eine Idee, was man alles im Kastenwagenbereich umsetzen kann. Viel Spaß mit den anderen Videos, bis bald und schöne Grüße.